Publizistin in Netanya lebt. Ihr jüngstes Buch beschäftigt sich mit israelischen Blicken auf Antisemitismus. Dabei geht es vor allem um Interviews. Das Buch ist erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung und wird gerade auch ins Englische übersetzt. Auf der anderen Seite in Berlin ist Christian Staffer. Er ist Studienleiter für demokratische Kultur und Kirche Bildung an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Er war Geschäftsführer von Aktion Sühnezeichen. Heute ist er zudem auch Vorsitzender der AG Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag und seit Oktober 2019 der erste Beauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland für den Kampf gegen Antisemitismus. Und bevor wir mit den beiden diskutieren, möchte ich Ihnen trotzdem den Almanach vorstellen, der ein sehr seltenes Konstrukt ist. Und zwar, ich habe Ihnen mal einen ganz alten mitgebracht. Ich hoffe, das kann man ganz gut sehen. Das ist der Original-Almanach von 1906. Den muss man mit im Kopf haben. Der ist nämlich 1902 bereits erschienen im jüdischen Verlag in Berlin. Das war die erste Veröffentlichung dieses Verlags und sollte eine Art Familienbuch werden. Die Betonung lag damals auf jüdischen Kulturschaffen, grenzübergreifend, aber in deutscher Sprache, der damaligen Lingua Franca des Judentums. Das vergisst man auch immer wieder. Und so ist der Almanach. Ja, also wer seine alte Ausgabe in den Händen hält, ist wirklich überrascht von den Autoren, die da drinnen stehen. Also hier hat man Stefan Zweig, Martin Buber, Theodor Herzl selber, Shalom Alechem, Shaul Tschernichowski, Chaim Nachman Bialik, Hermann Struck haben geschrieben, oder Hermann Struck und Max Liebermann haben die Bilder geliefert. Es ist also eine unglaubliche Dichte an intellektuellem Text da drinnen. Und dieser Band stand nur wenige Jahre nach der Entstehung von Herzls zionistischer Bewegung eben im Zeichen der jüdischen Renaissance in Deutschland. Und in seinem Vorwort betont der Herausgeber damals, Berthold Feivel, dass es ihm um die vereinende Kreativität innerhalb eines lebendigen Judentums gehe. Also jüdische Inhalte jenseits von Bibelkunde und Talmudwissenschaft sollten so einer breiten Leserschaft dargeboten werden. Zur Zielgruppe damals gehörten Juden, die sich ihrer Herkunft nahe fühlten, aber auch jene, die aus der Distanz mehr darüber wissen wollten. Ihnen wollte man einen Eindruck der bisherigen Leistungen und der zukünftigen Möglichkeiten dieses kulturellen Neuanfangs vermitteln. Der Almanach gefiel, aber sein Erscheinen schuf damals auch Unbehagen unter den bürgerlichen Juden in Deutschland, die hauptsächlich seine Leserschaft stellten. Denn der Kulturzionismus, wie er dort präsentiert wurde, versprach eine Lösung der Judenfrage, indem er ein anderes Nationalbewusstsein schaffte. Und viele deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens wollten aber lieber ihrem geliebten Deutschtum verhaftet bleiben, trotz oder gerade zu einer Zeit, in der der Glaube an den Fortschritt der Emanzipation durch einen wachsenden Antisemitismus und die Krise des Liberalismus in Frage gestellt war. Und dieses Denken spiegelte sich auch in einer Besprechung des Berliner Tageblatts am 7. Februar 1903 wieder. Da hieß es, wozu ein jüdischer Almanach? Das sind doch gelinde gesagt Anachronismen. Wie sich dann drei Jahrzehnte später herausstellte, hatte es sich aber bei der so viel beschworenen deutsch-jüdischen Symbiose, falls sie nicht ohnehin ein Trugbild war, nur um eine vorübergehende Erscheinung gehandelt. Der Rabbiner Leo Beck, die damals wohl bekannteste Führungsfigur der deutschen Judenheit, verwies darauf, dass es in der jüdischen Geschichte drei Perioden geglückter Kulturassimilation gab. In der hellenistischen Zeit des Altertums, in der spanisch-arabischen Periode des Mittelalters und in der deutschen liberalen Ära der Neuzeit. Das Hitler-Regime setzte dieser letzten Blüte, wie man weiß, ein mörderisches Ende. 8 Jahre nach dem Holocaust versammelte sich dann eine Gruppe von älteren Herren in Martin Bubers Wohnung in Jerusalem. Sie berieten darüber, wie sich das Erbe des vernichteten deutschen Judentums für die Nachwelt erhalten ließe. Und so entstand 1955 das dortige Leo Beck-Institut. Die deutsche Judenschaft ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der jüdischen Geschichte gewesen, sagte Buber bei der Gründung. Was überlebt eigentlich nach der Krise und nach der Katastrophe?
Eine vitale Fortsetzung ist unmöglich, sagte er. Möglich ist eine geistige Aufgabe. Und das Leo Beck-Institut Jerusalem, das seither die Geschichte und Kultur des deutschen und zentraleuropäischen Judentums erforscht, gab 1993 erstmals wieder einen jüdischen Almanach heraus. Man wollte bewusst von Israel aus anknüpfen an diese alte Tradition. Stand aber im Almanach von 1902 die Zukunft der Juden in Deutschland zur Debatte, war es jetzt ihre Vergangenheit. Und hatten sich damals Juden an ein jüdisches Publikum gewandt, so schrieben fortan Juden und Nichtjuden für eine überwiegend nichtjüdische Leserschaft. 2001 habe ich die Herausgeberschaft übernommen. Und seither stehe ich jedes Jahr erneut vor der Herausforderung, einen jüdischen Almanach zu erstellen, der in unsere Zeit passt. Die Jahreszahlen, die es zunächst auf dem Cover gab, wurden abgeschafft und durch Themen ersetzt. Und jeder Band hat sich bisher ja einem globalen Themenfeld gewidmet. Es gab Orte und Räume vom Essen, Kindheit, Sprachen, Identitäten, Frauen, Jekis, Humor, Liebe, Alter, Sport, Proteste, Begegnungen, Grenzen, Familie, Sex and Crime. Und diesmal eben, ich habe den Band hier, Sie haben es vorhin schon gesehen, ja, Freundschaften, Feindschaften. Und in diesem seltsamen Konstrukt oder seltenes Konstrukt ist es nun so, dass tatsächlich dieser deutschsprachige jüdische Almanach im Auftrag des Leo Beck-Instituts in Jerusalem herausgegeben wird, aber beim jüdischen Verlag Surkamp in Berlin erscheint. Also um diesen Brückenschlag zu verstehen, musste man ja seine Entstehungsgeschichte ein bisschen erzählen. Und jetzt würde ich gerne auf den heutigen Abend genauer eingehen. Wir wollen ja eine deutsch-israelische Freundschaft ausleuchten, uns über das Verbindende und Trennende unterhalten. Und dabei wollen wir natürlich nicht wir haben es hier nicht mit zwei Menschen zu tun, die völlig entgegengesetzt gelagert sind, sondern wir wollen viel eher die Grauzonen ausleuchten, die, glaube ich, so einen Abend sehr spannend machen, zwischen zwei Freunden, die in unterschiedlichen Kontexten aufgewachsen sind, auch in unterschiedlichen Kontexten weiterleben, in unterschiedlichen Gesellschaften leben und diesen Brückenschlag geschafft haben. Ich würde jetzt bitten, zunächst Anita und dann Christian, was Biografisches aus dem Almanach, aus eurem abgedruckten Gespräch uns vorzulesen. Und dann fangen wir mit der ersten Gesprächsrunde erstmal bei uns dreien an. Bitte, Anita. Anita, bitte mal das Mikro einschalten. Entschuldigung, jetzt hört man mich? Entschuldigung. Also zunächst einmal herzlichen Dank Gisela für die Vorstellung und herzlichen Dank allen Teilnehmenden. Es freut mich, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Das macht immer Freude und es freut mich auch natürlich, neue Gesichter zu sehen. Ich würde beginnen mit einem kurzen Zitat aus dem Text, das ich gerne vorlesen würde. Ich habe viele Jahre gebraucht, um mich Deutschen öffnen zu können. Es war ein schwieriger Weg, auf dem ich auch viel über mich selbst gelernt habe. Oft hatte ich meinen Vater vor Augen. Seine gesamte Familie wurde ermordet und er war in Auschwitz und Mauthausen inhaftiert. Die meisten Österreicher und Deutsche seiner Generation waren in seinen Augen Nazis und eingefleischte Antisemiten. Er hielt es für vollkommen zwecklos, solche Leute von ihren tiefsitzenden Stereotypen und ihrem Hass abbringen zu versuchen. Er sagte, warum sich die Mühe geben? Der Preis, den ich für Judenhass gezahlt habe, ist schon hoch genug. Man hat meine gesamte Familie ermordet. Ja, Christian. Nicht so leicht anzuschließen, aber gleichzeitig ist dann natürlich auch sofort das Trennende sichtbar.
Ich lese auch und danke auch Gisela für die Vorstellung und auch für das gemeinsame Projekt. Also wir haben das ja ein bisschen zusammen ausgekocht und ich finde, es bleibt eine gute Idee. Mal sehen, was wir in anderthalb Stunden sagen, aber auf jeden Fall bisher noch eine sehr gute Idee. Meine Mutter stammt aus einer zum Zerreißen gespannten Konstellation. Ihr Vater, der 1932 in die NSDAP eintrat, war verheiratet mit Gisela Prager, die einer getauften jüdischen Familie angehörte. Auf seinem Weg an die Spitze des Reichsarbeitsdienstes als leitender Jurist war diese Ehe ein Hindernis, weshalb er sie auflöste. Die näheren Umstände sind nach der mir gerade bekannt gewordenen Aktenlage nicht ganz deutlich. Ihr Bruder, mein Großonkel, wurde von Studierenden und Professoren am Antritt einer Professur in Karlsruhe gehindert, ging schon 1933 infolge dieses Vorfalls nach Istanbul und wurde dort Professor für theoretische Mechanik, musste von dort wieder fliehen, auch als Jude verfolgt und wurde in den USA heimisch und ein hochdekorierter Professor. Seine Frau wollte und hat nie wieder deutschen Boden betreten. In der Familie war ein stummer Riss, der sich auch in einem eher stockenden oder gar nicht in Gang kommenden Erzählfluss über die Familiengeschichte zeigte oder besser versteckte. Mein Vater war der Sohn eines deutschen Sozialdemokraten und Bahnarbeiters in Böhmen, der seinen Sohn auf eine tschechischsprachige Schule schickte, was damals tatsächlich ein Unikum war. Er musste fliehen, als die Nazis das Sudetenland besetzten und bis zum Kriegsende seine Frau mit zwei Kindern allein zurücklassen. Mein Vater, der sich während der tschechischen Mobilmachung 1938 zunächst bei der tschechischen Armee meldete, aber als Deutscher abgewiesen wurde, landete als Funker bei der Nachtjagd der Wehrmacht. In seinem Wehrpass stand, dass er politisch unzuverlässig sei. Ja, was ja so etwas ist in der Familienbiografie, was, wo man damals nicht wissen konnte, dass man da mal sehr stolz darauf sein werden kann, werden könnte. Vielleicht eine ganz banale Frage, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Vielleicht könnt ihr so diesen Schlüssel zu dem Titel eures Beitrags oder auch dieser Veranstaltung geben, Because of that War. Was war das denn? Anita? Wir haben uns kennengelernt 1992. Es war eine meiner ersten Reisen nach Deutschland. Und ich wurde eingeladen, über das Thema zweite Generation, vor allem in Israel, aber grundsätzlich zu sprechen. Von auch jemandem, der uns sehr verbindet, Ronald Hirschfeld, der vor kurzem verstorben ist und der uns beiden sehr nahe gestanden ist. Und Ronald hatte dieses Seminar organisiert und eine der Module dieses Seminars war dieser Film, Because of That War, der die Geschichte des Sängers Judah Polika darstellt, der in Israel damals eigentlich mehr als Rocksänger bekannt war, ein großer Star, eine Familie aus Saloniki stammend, eine jüdische Familie, und der sich quasi geoutet hat, geoutet unter Anführungszeichen, als Second Generation, der die Familie, es wurden in dem Film zwei Familien dargestellt, aber ich spreche jetzt von der Polika-Familie, die ganzen Konflikte, die es in dieser Familie gegeben hat, die Wutanfälle des Vaters, die er sich nie erklären konnte, die natürlich von dieser Trauer herkamen, und Judah Polika, der ein großartiger Sänger und Musiker ist, aber wenn er redet, stottert er. Das hat er damals auch quasi, er hat damals verstanden, den Zusammenhang zwischen dem Trauma seiner Eltern und seinen eigenen Problemen. Und für mich persönlich war dieser Film etwas wie eine Bombe, ist er damals eingeschlagen in mein Leben, als ich ihn in Israel das erste Mal gesehen habe. Weil mir damals bewusst geworden ist, überhaupt dieses ganze Konzept von Second Generation. Ja? Ich bin in Wien aufgewachsen und alle meine jüdischen Freunde waren Kinder von Holocaust-Überleben. Und es war normal für uns, dass wir gesagt haben, ja, unsere Eltern sind in Auschwitz inhaftiert gewesen und wir hatten keine Großeltern und so weiter. Das war vollkommen normal für mich. Ja? Erst als ich in die Schule gekommen bin und
auch nicht jüdische Freunde hatte, habe ich plötzlich verstanden, dass es Kinder gibt, die Großeltern haben. Und als Polika und auch zu dieser Zeit auch andere Promis, die sich als Second Generation zu erkennen gegeben haben, ja, hatte ich plötzlich das Gefühl, wow, ich gehöre irgendwie einem Club an, ja, und das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben, sehr viel, wie soll ich sagen, ich fühlte mich viel aufgefangener, ja, und das ist bis heute so. Christian, kanntest du Judah Polika schon vorher oder seine Musik? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe diese ganze Geschichte, also Anita erzählte dann, wie besonders das auch in Israel war, dass er als Second Generation sich sozusagen, also Anita sagte, geoutet hat. Und dann, ich kannte Alina Birnbaum, also sozusagen jetzt aus der Literatur und der sozusagen Mitspieler von Yehuda war halt der Sohn von Halina Birnbaum oder ist der Sohn von Halina Birnbaum. Und mich hat das wirklich sehr, sehr bewegt, dieser Film. Und das ist überhaupt kein Zufall, dass das der Anfang unserer Freundschaft ist, glaube ich. Ich hatte 91 ein Programm gemacht mit der Evangelischen Akademie zu Berlin. Die hieß damals noch anders. Und das hieß die dritte Generation nach der Shoah. Und das war ein deutsch-amerikanisches, US-amerikanisches Programm. Und ich lernte in den USA Second-Generation-Vereine kennen, die so ab Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre sich gegründet haben. Und eben dieses Belong to this Club, was Anita gerade angesprochen hat, sozusagen lebten. Und wir wollten eigentlich mit dem Überlebenden Verein, Association of Survivors, da in Philadelphia sprechen und die haben sich geweigert und dann hat er, also weil sie nicht mit Deutschen reden wollten und dann hat die Second Generation Gruppe gesagt, wir reden mit euch. Und das war für mich so ein Start der Arbeit mit zweiter und dritter Generation. Und diese ganze Frage nach Tradierung, die auch mich betraf in gewisser Weise und Ronald Hirschfeld betraf und Anita betraf, es hat uns zwar wie so auch ein kleines geheimes Band, was uns verbunden hat. Ja, nur kam dann halt, Anita ist ja nicht in Österreich geblieben, sondern sie ist eben nach Israel gegangen. Kommt natürlich dann bei euch jetzt nicht nur eine klassische, sagen wir mal ja, deutsch-jüdische Komponente dazu, sondern ihr lebt ja in zwei sehr unterschiedlichen Gesellschaften. Wo man also heute sagen kann, naja, also die deutsch-israelischen Beziehungen werden auf offizieller Ebene nach wie vor zelebriert, aber die Gräben zwischen den beiden Gesellschaften sind eher tiefer geworden in den letzten Jahren. Wobei man es ja schon länger mit einer Asymmetrie zu tun, einer sehr interessanten Asymmetrie zu tun hat, nämlich dass Israelis heute in ihrer, will ich sagen, Allgemeinheit aufgeschlossener Deutschland gegenüber sind, als man das bei Deutschen gegenüber Israel heute so sehen kann. Also das hat man, man kann sagen, die Israelis wissen, dass man den Deutschen heute, vor allem, naja, es lebt ja fast kaum einer mehr aus dieser Generation von früher, denen kann man die Vergangenheit nicht vorwerfen, aber den jungen Israelis wirft man eben dann ganz gerne die Gegenwart vor. Und man hat so das Gefühl, dass deutsche Befindlichkeiten ausgehandelt werden, ja, mit Blick auf Israel ohne Ende. Also das Thema, die angebliche tabuisierte Kritik an Israel ist ein Thema. Die Wahrnehmungen, wie man sich da gegenseitig sieht, wie weit empfindet ihr das? Christian, wir wollten aber vorher auch noch jeweils zu den Gesellschaften reden. Ja, ich denke, das immer mit, ja, mit den Gesellschaften. Ja, ich denke, wir reden von Kritik an Israel gerade. Vielleicht passt es da ganz gut, genau. Okay, gut, dann würde ich gerne vorlesen. Oder willst du, Christian, dein vorlesen? Nee, meiner bezieht sich, meine ist ja eine gewisse Antwort auf dich insofern. Genau.
Genau, dann. Okay, gut, dann lese ich vor, was ich zu Israel zu sagen habe. Ich habe sehr viel zu sagen. Aber was ich in diesem. Dann nehmen wir uns jetzt ganz viel Zeit. Bis morgen früh. Aber ich lese vor den Ausschnitt aus dem Text, den ich vorstellen wollte. Vieles am heutigen Israel gefällt mir nicht, aber ich liebe Israel. Es ist das Land, das mir eine Heimat gegeben hat, nachdem meine Familie Generation nach Generation aus ihrem jeweiligen Herkunftsland in Europa vertrieben worden ist. Heimat heißt für mich auch zu kritisieren, was ich zu kritisieren habe, und hässliche Dinge nicht schön zu reden. Ich halte es für einen existenziellen Fehler, dass Israel nicht den Rat Ben-Gurions befolgt hat, sich unmittelbar nach dem Sieg aus den eroberten Gebieten zurückzuziehen. Auch wenn ich bezweifle, dass solch ein Schritt Israel auch Frieden gebracht hätte. Doch die Folgen der Besatzung bedrohen die israelische Gesellschaft und Demokratie. Ein anderes Volk zu beherrschen, kann nichts Gutes bringen, auch wenn die Palästinenser Mitverantwortung für ihre Situation tragen. Ja, also das ging gerade unter. Es ging natürlich um den Sechstagekrieg 1967 nach dem Sieg. Ja. Die Jahreszahl hat irgendwie gefehlt. Okay. Ja, danke. Christian. Ja, Margret hat gerade gefragt, ob Anita noch in Wien gelebt hat, als wir uns kennenlernten. Nein, sie war schon in Israel. Und tatsächlich hat Anita, das habe ich gar nicht geschrieben, ist mir gerade aufgefallen, Anita hat mir Israel geöffnet. Ich hatte sehr viel Freunde in den USA, weil meine Liebste Dünnezeichen Freiwilligendienst in den USA gemacht hat und mit einer jüdischen Community lebte. Und ich habe da sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Und Israel war nicht Teil meines Mindsets sozusagen. Und das habe ich tatsächlich erst durch Anita bekommen, überhaupt. Aber von welchen Jahren reden wir denn? Vielleicht hilft da uns. Reden wir von 92. Immer noch, ja. Und Mitte der 80er war ich halt selber, habe in Prag studiert, aber war relativ häufig in den USA, weil Anix halt da war, also meine Liebste. Und daraus hat sich sehr viel Kontakt mit US-amerikanischen jüdischen Freunden ergeben, Freundinnen. Das wollte ich nur noch mal bei mir, ich habe das nicht geschrieben, das ist mir gerade aufgefallen. Okay, aber jetzt zum Thema Israel weiter. Tatsächlich habe ich durch meine Erfahrung in Israel als Geschäftsführer von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste viel gelernt. Das war ich ab 99. Einerseits im Gespräch mit überlebenden deutschen Juden, die in Israel eine Heimat gefunden haben, die sie aber gleich und nicht nur einmal mit ihrem Leib und Leben verteidigen mussten. Klammer auf, eine Tatsache, die in Deutschland eigentlich niemand richtig weiß, oder wenn sie es wissen, das interessiert sie eigentlich nicht. Andererseits eben auch mit gleichaltrigen Israelis, die für ihre Kinder, das war oft mehr im Vordergrund als sie selbst, kein Sicherheitsgefühl haben konnten, wie ich es für meinen Sohn im ruhigen Berlin hatte und habe. Ich habe in solchen Gesprächen das Privileg eines autochthonen Deutschen gespürt, wie auch das historische Unrecht da drin. Das Bild einer unglaublich heterogenen israelischen Gesellschaft, das so viel beeindruckender ist, als das in Deutschland gelingt, bei gleichzeitigem Rassismus, der individuell und strukturell spürbar ist. All dies findet aber eben unter Terror und Kriegsgefahr statt, die unausweichlich scheint, denn das Motiv, Israel zu vernichten, ist noch nicht aus der Welt. Trotzdem kritisieren wir beide israelische Politik und haben aber auch beide Hemmungen, das in Deutschland als erstes zu tun oder auch nur vor einem normalen Publikum. Und wir kritisieren beide deutsche Politik im Kontext von Rassismus und sehen Judenfeindschaft und Antisemitismus schon lange und nicht erst in den letzten Jahren weiter verbreitet, als es Politik und Gesellschaft in Deutschland wahrhaben wollten und wollen. Wie oft seid ihr denn in Kontakt zu solchen Fragen? Also relativ oft, weil wir auch oft, alles ist relativ, ja, aber erstens einmal, weil wir öfter Veranstaltungen zusammen konzipiert und organisiert haben, weil wir
oft Workshops zusammen moderiert haben. Aber wir tauschen uns auch immer wieder zu gewissen Fragen aus. Also wenn jetzt eine neue Debatte, und die gibt es ja quasi, es gibt ja immer die monatliche Debatte zum Thema Antisemitismus. Und dann tauschen wir uns immer aus. Also ich denke, dass wir relativ oft an dem Thema dran sind. Wir haben so ein kleines Ritual, was leider dieses Jahr unterbrochen wurde. Also ich komme einmal im Jahr, also am liebsten einmal im Jahr nach Israel, und dann leihe ich mir ein Auto und dann fahre ich in der Nacht zu Anita, und am nächsten Tag sitzen wir am Strand, trinken eine Flasche Sekt und nennen es, meine Liebste sagte mal, das nennt ihr also Arbeiten. Also wir arbeiten aber auch dann. Wir kreieren ja Ideen von neuen Workshops. Aber wir, das sind immer so zwei intensive Tage, wo wir einfach Ideen entwickeln. Und unterwegs, also jetzt telefonieren oder WhatsAppen oder so, machen wir doch relativ häufig. Jetzt war tatsächlich ein bisschen scheußlich, dass ich nicht bei Anitas 60. Geburtstag sein konnte, obwohl sie bei meinem davor war, weil sie ja jünger ist als ich. Würde sagen, sehr häufiger und intensive Gespräche dann. Wenn wir so reinrutschen, dann vergessen wir auch ein bisschen Zeit und Welt und diskutieren sehr intensiv. Ich meine, an dieser Stelle würde ich eine Frage stellen, weil wir das Thema, das Wort Kritik fiel ja schon. Und manchmal hat man das Gefühl, also man beschäftigt sich mehr schon mit dem Thema Antisemitismus-Vorwurf als mit Antisemitismus selber bei solchen Sachen. Aber die Frage ist, Anita, an dich, wie weit Kontext bei Kritik eine Rolle spielt. Also du sagst selber, du hast sehr vieles Kritisches an Israel zu sagen, aber du kennst auch den deutschen Kontext. Es gibt ja Leute, die sagen, also ich sage überall das Gleiche, ich mache sowas nicht kontextabhängig, aber du bist jetzt jemand, der auch allein durch deine Muttersprache schon sehr gut die deutsche Gesellschaft natürlich auch von innen heraus wahrnehmen kann. Wo stößt du da an deine Grenzen, auch der Vermittelbarkeit oder der Ertragbarkeit von Kritik, wenn die von deutscher Seite kommt, obwohl du in vieler Hinsicht das auch teilst? Also erstens einmal hat das natürlich auch mit einer gewissen Lebenserfahrung zu tun und einer gewissen professionellen Erfahrung, dass ich mir an manchen Stellen eine dickere Haut zugelegt habe. Und wenn ich darf, würde ich gerne auch hier etwas aus dem Text vorlesen, was, glaube ich, genau deine Frage beantwortet und wo ich gerne dann auch in der Diskussion darauf eingehe. Aber ich glaube, dass diese Beispiele, die ich gebracht habe, die möchte ich gerne quasi hier jetzt auch einbringen. In meiner langjährigen Erfahrung im deutsch-israelischen Dialog machte ich auch verletzende Erfahrungen, um auf deine Frage zurückzukommen. Etwa wenn sich deutsche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren dazu verstiegen, Israel mit Nazi-Deutschland zu vergleichen. Ein deutscher Journalist warf mir vor kurzem vor, ich hätte die Holocaust-Keule geschwungen, weil ich mich einer Gruppe als Tochter von Überlebenden vorgestellt und meine Besorgnis über die Entwicklungen der deutsch-israelischen Beziehungen geäußert hatte. Dann höre ich die vielen sicher ehrlich gemeinten Sonntagsreden über die Shoah und wie viel man aus der Geschichte gelernt hat. Manchmal stelle ich mir die Frage, ob nicht viele Deutsche aus der Geschichte gelernt haben, dass sie den Juden in Israel den erhobenen Zeigefinger zeigen müssen. Ich nehme auch vielen Deutschen ihre unendliche und bedingungslose Empathie den Palästinensern gegenüber nicht ab. Der unkritische Blick auf eine Seite, der diese vollkommen aus der Verantwortung lässt, ist mir suspekt. Der Konflikt zwischen Juden und Arabern hat nicht 1967 begonnen und nicht einmal 1948 bei der Staatsgründung. Und die Besatzung ist nicht aus der Luft entstanden. Israel hat 1967 die arabischen Armeen, von denen es angegriffen wurde, besiegt. Pardon, wir haben gewonnen, betitelte Ephraim Kishon eines seiner Bücher. Ich führe diese Argumente nicht an. Ja, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Ich habe einmal einen Text geschrieben, der hat geheißen, meine deutsch-israelische Gratwanderung. Ich habe einerseits ganz scharfe Kritik über das, was in Israel passiert, ja,
und gleichzeitig, ja, es ist nicht entweder oder, und gleichzeitig habe ich auch sehr scharfe Kritik an dem, was in Deutschland passiert. Ich führe diese Argumente nicht an, um die israelische Politik schön zu reden. Aber das in Deutschland oft verbreitete David-Goliath-Klischee ist allerdings etwas zu simpel. Was mich immer besonders fasziniert, ist, dass die herben Kritiker Israels bei anderen Opfern im Nahen Osten, wie zum Beispiel in Jemen und in Syrien, beide Augen fest zudrücken. Abgesehen davon, dass es so viele andere Konflikte auf der Welt gibt, über die sie sich nicht entrüsten und sich nicht einmal für sie interessieren. Warum diese Obsession mit Israel? Und genau das ist der Punkt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand Israel, die israelische Politik kritisiert, wenn jemand Netanyahu kritisiert. Ich glaube, ich habe das oft genug selbst getan, scharf, auf Deutsch, auf Hebräisch, ja, wo immer es möglich ist und man mir die Möglichkeit gibt, mich auszudrücken. Aber gleichzeitig finde ich es oft unerträglich, die Art und Weise, wie diese Kritik in Deutschland formuliert wird, wie im Grunde genommen die Leute, ohne es zu merken, oder vielleicht manche schon und manche nicht, im Grunde genommen Israels Existenzberechtigung in Frage stellen, dass diese Kritik nicht immer, aber oft aus einem Mangel an Wissen stammt. Und da sind so sehr klare Grenzen für mich, aber gleichzeitig, glaube ich, muss man jede Situation und jeden Fall für sich beurteilen. Ja, ich glaube nicht, ja, ich bin ein Mensch, der jedes pauschale Urteil, ich versuche mich davon wie von Feuer zu fliehen, weil ich glaube, dass man jeden Fall differenziert betrachten muss und von allen Perspektiven, ja, das, was ich anderen abverlange, möchte ich selbst auch bei mir zunächst einmal ansetzen. Christian, wie siehst du das? Du hast ja mit sehr vielen Leuten in deinem Alltag auch zu tun, für die aus unterschiedlichen Gründen der Nahe Osten irgendwie sehr, sehr wichtig ist, oder? Ja, also das Problem ist, dass ich da Anita einfach mehr oder weniger bedingungslos Recht gebe, weil also jetzt aus der, sagen wir mal, kirchlich-protestantischen Perspektive, oder vielleicht erzähle ich dazu eine Geschichte. Also wir haben bei einem Kirchentag mal so einen Weltcafé gemacht, wo wir gefragt haben, was ist eigentlich euer Motiv, euch für den Konflikt oder für Israel zu interessieren und für den Konflikt zu interessieren und woher nehmt ihr eigentlich eure Lösungsvariationen? Und es war sehr deutlich, dass die Mehrheit der Leute, die da war, erstens sagt, also wir haben gelernt, dass wir aus dem Zweiten Weltkrieg, also es waren nicht nur die erste, sondern auch die zweite und auch die dritte Generation, die sagten, aus dem Nationalsozialismus haben wir gelernt, dass wir auf der Seite der Opfer sein müssen. Und das waren bis 67 die Juden. Und dann drehte sich das um, dann waren wir halt auf der Seite der anderen Opfer. Und dann so ein Motiv, wir haben auch gelernt, dass Schweigen zur NS-Zeit eben Kollaboration war und das wollen wir heute auch nicht sein. Wir wollen nicht Kollaborateure eines israelisch-jüdischen Gewaltsystems sein. Und das ist wirklich ein bisschen erschütternd, wie unreflektiert diese Positionen präsentiert werden. Und das ging bis zu jungen Leuten, da war ich an einem Tisch, wo eine Gruppe von jungen Frauen saß, die sagten, wir waren gerade in Israel und waren an der Bar-Ilan. Und dann hat der Prof, der da uns eingeführt hat, hat gesagt, ich habe keine Lust, über einen Nahostkonflikt mit euch zu reden. Und das war eine Tabuisierung und das geht auch gar nicht und so. Und dann habe ich gesagt, na, wie redet ihr denn mit einem Prof wenn der sagt, ich habe keine Lust, mit euch darüber zu reden? Naja, dann sagen wir wollen aber mit dir darüber reden. Okay, dann sage ich, und warum geht es da nicht? Also gut, man kann als Gast vielleicht nicht so vehement, aber man kann doch sagen, aber wir wollen mit Ihnen darüber reden, weil es interessiert uns. Und in Israel ist das übrigens möglich. Also und das verstehen die Leute ja auch nicht, dass es eine ganz andere Streitkultur gibt.
Was mich jetzt bezogen auf die deutsche Rezeption, also jetzt, wenn ich noch über den Protestantismus rede, den Deutschen, dann ist diese Selbstgefälligkeit und dieser moralische Zeigefinger, mit dem agiert wird, den Anita genannt hat, der ist tatsächlich einigermaßen unerträglich. Aber gleichzeitig gibt es gerade, finde ich, in den letzten 5, 6, 7 Jahren eine Polarisierung, die sehr bekenntnishaft ist. Also ich höre so ein paar Geschichten aus dem Zentrum für Antisemitismusforschung, wo die Studis eben bedingungslos Netanyahu verteidigen. Also die wie heißen sie doch gleich, die autonomen Antideutschen. Das finde ich total bizarr. Und das ist wirklich, dass dann Leute kommen und sagen, was haben, wir trauen uns nicht, diesem Konsens zu widersprechen. Das ist jetzt überhaupt nicht die prägende Mehrheit. Aber da gibt es plötzlich Situationen, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr so bedingungslos auf diese Seite wandert. Und ich finde, dass wir gerade in so einer polarisierten Debatte sind, wobei die Mehrheit und mein Problem jetzt als Antisemitismusbeauftragter der EKD liegt eher in diesem moralinen, tendenziell israelfeindlichen, sehr selbstgewissen Positionen von Christenmenschen in Deutschland. Aber auch das wird bei uns sehr wenig diskutiert. Ich habe gerade wieder gelesen, diese Boykottzahlen in den USA an den Colleges oder in Großbritannien, die BDS-Unterstützung ist natürlich unendlich viel größer als in Deutschland. Also wirklich, also ja, dramatisch. Also Institutionen in Großbritannien, 40% der Unis wollen keinen Kontakt mehr mit israelischen Universitäten. Das wäre in Deutschland nicht denkbar. Das muss man, ich finde das jetzt nicht als Apologetik, aber das finde ich jedenfalls, muss man auch für die europäische Situation ein bisschen in Betracht ziehen. Ja, war dann der Beschluss richtig im Bundestag zu sagen, BDS ist antisemitisch? Wie seht ihr das? Wen fragst du? Sie hat uns gefragt. Beide. Ja, aber wir können nicht beide zusammen reden. Also ich halte BDS definitiv für antisemitisch. Und auf der anderen Seite, also man muss auch sagen, BDS sind ehrliche Menschen und sie sagen im Grunde genommen genau, was sie denken. Und es geht ihnen in keinster Weise um die Besatzung, sondern definitiv um Israel als solches. Man braucht nur auf ihre Homepage zu schauen. Es gibt genügend Zitate. Insofern halte ich BDS für antisemitisch. Ich bin aber nicht der Mensch, der für Verbote ist. Ich glaube nur, was mich wesentlich mehr stört, ist, wenn Deutsche BDS verharmlosen und so tun, als ob dem nicht so wäre und dann auch noch mir sagen, naja, es gibt doch auch gemäßigte Seiten in BDS. Ja? Also ich möchte diesen gemäßigten BDSler, der mit mir sprechen würde, gerne treffen, gerne kennenlernen. Anytime for a cup of coffee. Der ist mir aber leider noch nicht untergekommen. Und gerade Leute wie wir, ja, die in Israel, die israelische Politik kritisieren, die sich gegen die Besatzung aussprechen, ja, leiden unter BDS. Ja, weil gerade an den Universitäten und so weiter, den Siedlern ist BDS vollkommen egal. Die schert das überhaupt nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob BDS durch diesen Beschluss nicht überbewertet worden ist. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich zu BDS, wenn jemand mit BDS reden möchte, dann soll er das tun. Ich habe kein Problem damit. Aber er soll als Deutscher sagen, ich rede mit BDS, obwohl ich genau weiß, dass BDS im Grunde genommen Israeler Staat, grundsätzlich die Existenz Israels als Staat nicht akzeptiert. Wenn er das offen zugibt, dann soll er das machen. Ich habe kein Problem damit. Also ich glaube, ich würde auf diese Seite, also auf der einen Seite auch wieder recht geben, auf der anderen Seite den Punkt nochmal stark machen, dass der Bundestagsbeschluss BDS in einer Weise groß gemacht hat, wie ich glaube, für die Situation ein bisschen überdimensioniert ist. Und damit die aber auch nochmal in so eine Märtyrerhaltung reingetrieben hat, die
die ich nicht, das, ich finde es nicht klug. Aber sozusagen an der Grundfrage würde ich Anita sofort recht geben. Es gibt ein sehr, sehr super, also vielleicht lustiges Interview, aber es ist eigentlich nicht lustig. Also Norman Finkelstein im Gespräch mit einem BDS-Aktivisten, ist irgendwo auf YouTube, kann man auch sich angucken, wie der wirkliche Links, also Linksaußenvertreter des US-amerikanischen Judentums mit massiver Israel-Kritik zugange, in der denen nachweist, dass sie eigentlich das Ende des Staates Israel wollen. Und dass er genau wie Anita sagt, wenn ihr das wollt, dann sagt es bitte auch. Es kann nicht sein, dass ihr so tut, als wäre das nicht euer Ziel. De facto kann man es euch nachweisen. Und dann sagt er, ist ja vielleicht ein legitimes politisches Interesse, also sagt er, aber ihr lügt. Also ich, und das finde ich, fand ich jetzt sozusagen als innerlinke Debatte nochmal sehr spannend, dass er wirklich sehr entschieden sagt, das ist euer Ziel und ihr sagt es nicht. Was darf ich noch kurz was hinzufügen und beziehungsweise nur ergänzen zu dem, was du sagst? Ja, was ich also wirklich unsäglich finde, ja, und ich habe kürzlich den Artikel einer deutschen Wissenschaftlerin gelesen, die quasi die BDS-Leute als die Verfolgten, als die Opfer darstellt. Ja, also wir haben hier so eine Umkehr von einer Opferhaltung, die also wirklich mich zumindest befremdet hat, sagen wir mal so. Ja, und das kommt halt aber auch ein bisschen, also das hat der Bundestagsbeschluss natürlich befeuert und jetzt die Reaktion, ich weiß gar nicht jetzt, wie die Münchner Situation ausgegangen ist, ich glaube, das Oberverwaltungsgericht hat den Beschluss der Stadt zurückgewiesen, dass sie keine Räume mehr in München kriegen. Also diese ganze Frage, können die Räume haben, also womit du dann Diskussionsebenen, das wird jetzt bei Kirchen auch in Teilen diskutiert, ist schon als Frage auf mich gekommen, müssen wir nicht BDS-Debatten innerhalb von Gemeinden verbieten? Ich finde es wirklich das falsche Register. Also ich finde, wir müssen sich stellen sozusagen, das finde ich wichtig und gerade wenn jetzt bei, also im Kirchenkontext Leute sowas verbieten wollen, dann ist das auch guckt es dem Problem auch nicht richtig ins Auge, das wir haben. Also wir brauchen die Diskussion, weil nur wenn du das diskutierst, kannst du auch was verändern in diesen, in den sehr, sehr israelkritischen Kreisen, wenn man dieses Wort mal benutzt. Wobei ich glaube, dass quasi bei diesen Diskussionen, und das ist ein grundsätzliches Problem dieser ganzen Debatte, dass jeder geht zu der Diskussion, von deren Ausgang er ohnehin schon überzeugt ist. Ja? Also ich bin mir nicht so sicher, ob bei diesen Diskussionen sehr viel passiert, ja? Weil alle sind sich einig, also quasi wenn man jetzt zu seiner BDS-Diskussion geht, dass Israel the only bad guy ist, ja. Und während man dann zu einer anderen Veranstaltung ist, geht, wird man dann, werden halt alle zusammensitzen und sagen, die Palästinenser sind die only bad guys. Ja? Also ich glaube, und das ist ein grundsätzliches Problem, glaube ich, das immer stärker wird und das mir sehr große Sorgen macht, ist, dass die Menschen, die eigentlich sich einig sind, dass man Antisemitismus bekämpfen sollte, ja, dermaßen sich polarisieren, dass im Grunde schon niemand mit niemandem mehr sprechen kann und will. Ja, und das finde ich also ganz, ganz schlimm und vor allem auch gefährlich. Ich denke, man hat es wirklich mit einer Polarisierung einer zunehmenden zu tun, wie es im Übrigen auch in anderen westlichen Ländern, also auf ganz ähnliche Weise gibt es in Israel hier auch so haben, und man hat es mit einer Politisierung der Debatte zu tun. Ich habe das vorhin schon gesagt, man hat manchmal das Gefühl, Aber da frage ich mich auch, findet das, wie weit, Christian, geht das in die breite Gesellschaft hinein? Die Feuilletons sind voll von diesen Debatten über ja, BDS, über den Antisemitismus, über den Antisemitismus-Vorwurf, über die Cancel Culture, die da möglicherweise mit einhergeht. Wie weit interessiert das eigentlich die breitere Masse? Dann gibt es genug Petitionen, fast jede Woche gibt es irgendeine andere Petition mit oder ohne israelischen Unterzeichnern, jüdischen Unterzeichnern, die auch sagen, aber wir sagen in jedem Kontext genau das Gleiche, weil wir die israelische Regierung gerne auf sie Druck haben wollen.
Ist es ein kleines Forum oder hat es Breitenwirkung? Also schwer zu beantworten. Ich würde sagen, also wenn ich diagnostiziere, was für die protestantische Kirche stimmt, würde ich sagen, die protestantische Kirche und die Gemeindeglieder plus minus x haben mit Antisemitismus beziehungsweise dem sich als Antizionismus verkleideten Antisemitismus ein ernsthaftes Problem. Wir haben Kairos-Initiativen, wir haben so einen spontanen Zugriff auf eben diese Opfer. Also wir sind auf der Seite der Opfer. Also das ist tatsächlich ein ziemlich tragendes Motiv im deutschen Protestantismus. Und die Opfer sind nicht mehr die Israelis. Da sind sich alle einig sozusagen. Und genau weil die Konstellation eben nicht aufgesucht wird, der Israel in diesem Gesamtset von arabischer Umgebung, sondern eben das Gegenüber zu den palästinensischen Gruppen. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, also wieder eine kleine Geschichte, ich bin ja jüdisch-christlich unterwegs. Also das ist auch tatsächlich mein Weg, um das quasi irgendwie zu versuchen, ein bisschen die Herzen zu öffnen. Und war ich neulich auch Zoom-mäßig als Vortragender geladen in ein Pfarrkonvent in Westdeutschland. Und dann sagte die auf meinen Vortrag hin, sagte die, also was so Gleichwertigkeit von Christentum und Judentum und gemeinsames Lernen voneinander, aber auch gerade das Christentum zum Judentum. Und dann sagte die Superintendentin, und es hat mich wirklich auf die Bretter gelegt, wie kann ich denn, wenn ich davon überzeugt bin, dass das Neue, nämlich Jesus, für mich fundamental Bedeutung hat, wie kann ich dann das Alte noch wertschätzen? Also weil ich habe ein bisschen polemisiert gegen diese Dualismen, die quasi aus dieser antijüdischen Tradition in unsere im Christentum üblich sind. Also Alt, Neu, Rache, Liebe und diese ganzen Gewalt. Und dann präsentiert sie ein Modell von Dualismus, der einen quasi sprachlos macht und der fundamental antijüdisch ist. Und das ist nicht im 19. Jahrhundert, sondern es war 2020. Und ich glaube, das muss andere Leute nicht interessieren, aber uns Protestanten und Protestantinnen muss es interessieren und wir müssen daran. Und das ist breit. Also wenn ihr nochmal wahrnehmt, also dieses Buch von Julia Bernstein über Antisemitismus an Schulen, das fängt an dem, als sie auf Religion kommt, erzählt sie einen aus einem Interviewsegment, was mir wirklich heute ein jüdischer Gesprächspartner vom World Jewish Congress nochmal erzählt hat als seine Geschichte, dass sie zu der Lehrer sagt, die Juden haben Christus ermordet. Und dann sagt die Schülerin, das ist übrigens historisch ein bisschen überholt und erklärt ihm, was heute dazu gedacht wird. Und dann sagt er, na, ist ja egal, aber die Israelis behandeln die Palästinenser, wie die Nazis die Juden behandelt haben. Also das muss man sich wirklich erstmal klar machen, wie dieser Mordvorwurf quasi dann transferiert wird in diese Israel-Debatte. Und dieses mit dem Christusmord, wie gesagt, das hat mir heute jemand erzählt vom World Jewish Congress, dass er im evangelischen Religionsunterricht war und die Lehrerin das gesagt hat, in der wir gesprochen haben, mit Material beigebracht und hat dann diesen evangelischen Religionsunterricht verlassen, weil diese Lehrerin nicht das zugeben wollte. Und das war in Mitte der 90er Jahre. In den Interviews, die ich jetzt geführt habe für mein letztes Buch, das sich um Antisemitismus dreht, haben fast alle Interviewgebenden, also Israelis, die sehr viele von ihnen sind in Europa zur Schule gegangen, haben fast alle solche Erlebnisse gehabt. Ja, mit You Kill Jesus und All Jews Are Rich und das Übliche. Ich meine, das bringt uns jetzt doch zu einem Punkt, nämlich der Religion. In eurem Gespräch, das wir in dem Buch veröffentlicht haben, kommt es dann doch etwas zu einem trennenden Element dabei. Und ich glaube, das geht darüber hinaus, dass Anita sich selber als sehr säkular betrachtet. Während Christian allein schon beruflich in der Evangelischen Akademie verortet ist.
beim Thema Luther, glaube ich, seid ihr euch nicht so ganz einig, oder? Ja, also ich muss sagen, ich habe das auch im Text geschrieben, dass ich meine, man kommt beim EKD-Haus rein und das Erste, was man sieht, ist eine Lutherbüste, was ich auch verstehe. Ich kenne Christian, wie gesagt, schon lange Jahre und ich weiß, wie hart er immer gegen Antisemitismus gekämpft hat. Und ich verstehe irgendwo nicht diesen Konnex zu Luther, ja, weil ich meine, wenn ich in der evangelischen Kirche bin, dann kann ich ja nicht sagen, okay, Luther quasi, ich weiß, bewundern ist vielleicht nicht das richtige Wort, ja, aber ich kann Luther nicht aus dem Konzept der evangelischen Kirche ausschließen. Und ich weiß, ja, Luther war ein großer Reformator, aber war auch ein sehr großer Antisemit. Und ich weiß nicht, wie du das beides unter den Hut kriegst. Ja, also das, ich würde auch immer sagen, ich bin natürlich überhaupt kein Luther-Fan in dem Sinne. Ich habe mir das auch nochmal angehört. Also zunächst mal war Luther für mich ganz weit weg, auch als Theologiestudierender und danach. Und ich habe mich tatsächlich über, ich glaube 84 war das, als Albert Friedländer diesen herrlichen Aufsatz über Luther geschrieben hat, wo er sagt, wo er tatsächlich wörtlich sagt, Luther, du hast uns das Alte Testament gerettet. Und mit diesen Widersprüchen müssen wir halt umgehen. Und ich bin, ich würde mal sagen, es stimmt. Und dann sagt er, und jetzt lass uns doch beschließen, also sie sitzen zusammen im Keller sozusagen und sehen sich kaum. Und er sagt, lass uns hinaufgehen aus diesem Keller und dann die Tür zu dieser Folterkammer für immer verschließen. Und dann lesen wir gemeinsam die Schrift, zu der du so viel beigetragen hast. Und vielleicht sage ich dir dann noch so manches, dass von deinen Lehrern, dass das eher von Maimonides kommt, als von denen, wo du denkst, dass es herkommt. Also er versucht dann auch nochmal zu sagen, es gibt auch eine geistige Traditionslinie, die sich verschränkt. Und wir kriegen keine reinen Vorfahren, also ich jedenfalls nicht. Wir kriegen keine, also selbst Bonhoeffer hat antisemitische Seiten. Oder antijüdische, also Niemöller sagt, ich habe es mit der Muttermilch aufgesogen, ich komme davon gar nicht richtig los. Also, aber er weiß es, er ist sich dessen bewusst. Ja, ja, ja. Also, okay, das wär jetzt für Luther auch eine sehr dramatische Forderung, dass er das wissen. Ja. Gut, also wir wissen es und wir gehen damit um und wir sagen es inzwischen, das war ja ein langer Kampf. Das ist ja nicht so, dass das, also jetzt die EKD-Synode 2015 sagt, okay, wir müssen ganz viel von Luthers Theologie nochmal neu durchbuchstabieren, weil es nicht nur um die Spätschriften geht, wo er wirklich hasserfüllt redet, sondern auch um fundamentale Elemente seiner Theologie, zum Beispiel seine Gesetzesfeindschaft. Aber gleichzeitig, ich würde immer mit Freud sagen, ich bin nicht Herr im eigenen Haus, also darüber streiten wir ja auch manchmal, dass ich kann diese Prägung, also das ist meine Welt, in der muss ich leben und ich werde die nicht reinkriegen von diesen ganzen Dramen, die da drin stehen. Und ich werde sie nur konfrontieren können. Und alles andere halte ich auch für unehrlich, also als protestantischer Christ zu sagen, Luther spielt für mich keine Rolle. Ich finde, also mein Weg ist sich schmerzhaft, also unter dem Schmerz, den das halt bereitet, sich dem zu nähern und zu suchen, wo gibt es Elemente, die beerbbar sind und wo gibt es Elemente, die tatsächlich ganz, ganz grauenvoll sind, die wir adressieren müssen, auch als kontinuierliche Elemente von protestantischer Geschichte. Also Alfred Harnack und so, also 19. Jahrhundert ist auch voll davon natürlich. Wobei ich sagen muss, das Trennende geht für mich, also was die Religion betrifft, über Luther hinaus, ja, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass Religion jetzt nicht nur bei dir, sondern auch bei der jüdischen Religion etwas Vereinnahmendes hat, ja. Ich habe im Buch dieses Beispiel angeführt, wo du bei einer Konferenz uns verabschiedet hast und irgendwie einen gesegneten Weg gewünscht hast, ja.
Und das hat mich, das hat mich gestört, weil ich hatte das Gefühl, dass mir Gott aufgedrückt wird, wo ich ihn nicht haben will. Und dasselbe, aber war es nur ich? Nein, ich wollte gerade sagen, und dasselbe passiert mir, wenn mir jüdische Freunde ein gutes Fasten zu Yom Kippur wünschen, aus einem Automatismus heraus, wo sie genau wissen, dass ich nicht faste zu Yom Kippur. Und ich fühle, und für mich ist das eine Frage des Respektes. Ich werde jedem religiösen Menschen den Respekt entgegenbringen für seine Lebensweise und ich erwarte denselben Respekt für meine säkulare Lebensweise. Das war jetzt nicht an dich persönlich, sondern grundsätzlich, ja, ist für mich dieses vereinnahmende Element der Religion, holt mich immer wieder ein. Der Religionen. Seid ihr da in euren Persönlichkeiten deshalb anders strukturiert? Ich habe Religion in meiner Kindheit schon immer als etwas sehr... Gut, ich muss sagen, die jüdische Religion hat ja auch sehr viele Regeln, 613. Ich meine, ich war in einer jüdischen Jugendbewegung und some of my best friends sind bis heute, ja, von aber auch im familiären Kontext habe ich Religion als immer etwas sehr als Zwang empfunden, was mir aufgedrückt wurde, ja, und was ich nicht haben wollte. Es hat mich irgendwie in meiner Freiheit beschnitten, ja, und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, erstens, und zweitens kann ich es überhaupt nicht oder kann ich es schwer ertragen, wenn ich in Regeln eingezwängt werde. Ja, es ist kein Zufall, dass ich den größten Teil meines Lebens freiberuflich gearbeitet habe. Und Religion ist für mich etwas, erstens, wo es einen Chef gibt oben, ja, den ich nicht einmal sehen kann, der mir aber quasi alles sagt, was ich zu tun habe. Und für mich persönlich ist das, es entspricht nicht meiner Lebensauffassung. Aber ich meine, ich habe Familie in Ungarn, die in der kommunistischen Diktatur aufgewachsen ist, ja, und auch das, ja, also für alles, was ich empfinde vielleicht Dinge sehr leicht als Zwang, das kann natürlich schon auch sein, dass das mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Na, ich würde für mich sagen, ich verstehe das mit dem sozusagen Freiheitsdrang. Ich glaube, das gehört auch zu meiner Welt. Da sind wir uns ganz ähnlich. Gleichzeitig jetzt theoretisch, darüber können wir wirklich viel streiten. Ich finde Säkularität auch irgendwie unter Preis. Also ich finde, Transzendenz ist eine sehr interessante Frage in unserem Leben oder auch eine wirkliche Realität. Das ist jetzt gar nicht gebunden. Also für mich ist es gebunden an diese Geschichte und dieses Volk Israel und das was danach kam. Und ich spüre, jetzt gar nicht in Israel, sondern mehr so in Deutschland, so ein Primitivsäkularismus, der mir total auf den Keks geht. Also den ich theoretisch völlig unterkomplex finde und der auch nicht die Bewegung von Religion in der Geschichte als Bewegung von gesellschaftlichen Vorgängen verstehen kann, sondern nur als Zwang, also und gar nicht sehen kann, wie viel Aufbegehren, wie viel Dynamik in religiösen Kontexten auch steckt und kulturgeschichtlich wie politikgeschichtlich und das bleibt ein interessantes Motiv. Also zum Beispiel jetzt. Aber da steckt auch im Säkularen der Dynamismus und die Bewegung. Das ist ja nicht. Also die Ablehnung von Säkularen, sich die religiösen Bewegungen überhaupt mal anzusehen und als gesellschaftlich relevante Form zu verstehen. Das geht mir auf den Weg. Das bist nicht du. Also okay, nein, das kann ich verstehen, ja. Entschuldige, Gisela. Wobei natürlich es auch dann noch hinzukommt, dass man nicht einfach jetzt sagen kann, Christentum steht dem Judentum gegenüber, das Judentum, und das tun sich ja viele in Deutschland damit sehr schwer, bei der Idee, dass das Judentum halt auch mehr ist als eine Religion oder dass man halt
ein atheistischer Bibelkenner sein kann, dass es auf Hebräisch eben geht, durch die Sprache, durch eine, ja, man kann atheistischer Jude sein, das kann man sicherlich nicht sein als Protestant. Ich glaube, da ist auch eine Asymmetrie drin, die den Umgang miteinander oder das Lernen übereinander nicht ganz einfach macht. Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig, also in meiner ganzen theologischen Biografie sind diese atheistischen jüdischen Intellektuellen total, also war unglaublich inspirierend für meine Theologie und meinen Glauben. Also ich glaube, würde man immer sagen, Adorno würde sich selber auch als jüdisch-intellektuellen Atheisten beschreiben. Und es hat einen Begriff von Transzendenz zum Beispiel, der für mich unglaublich interessant ist und viel interessanter als vieles, was ich bei Christen gelernt habe. Also das, also da gibt es eben auch Verschränkungen, die nicht einfach die quasi auseinanderlaufen, sondern die auch zusammenlaufen können. Ja, es gibt auch für mich religiöse Figuren, die ich sehr beeindruckend finde, wie zum Beispiel den kürzlich verstorbenen Rabbiner Sachs. Ja? Jemand, dem ich zuhöre, ja, keine Frage, aber ich höre ihm genauso zu, wie ich jemand anderen zuhören würde. Ja? Und relevanter für mein Leben sind Leute, die säkulare Philosophen sind oder Literaten oder whatever, die irgendwo mit meinen Werten Hand in Hand gehen. Genau, das Spannende an unserer Debatte dazu ist, dass wir das uns so gegenseitig zuhören können, zwar mit Grummeln irgendwie, aber das Grummeln ist nicht Negation, sondern ist... Ja. Anteilnahme und Fremdheit und ein Element von, okay, ja, so ist sie halt. Ja? Und das ist aber jetzt nicht ein Gegenpol. Also das mit dem Segnen, da weiß ich nicht, ob ich darüber streiten würde, aber ich finde es jetzt nicht so übergriffig wie du, aber das, ich habe es ja auch gesagt. Die Frage ist, ob du es wieder sagst. Wie bitte? Die Frage ist es, ob du es wieder sagen wirst. Nein, Anitas Anwesenheit vielleicht nicht oder vielleicht gerade. Nein, aber ich glaube, was unsere Beziehung charakterisiert und was ich mir wünschen würde, auch für den Dialog im Größeren, dass man manchmal Dinge auch stehen lassen kann. Ja? Zu sagen, ich verstehe das nicht oder ich bin nicht deiner Meinung. Aber ich kann es stehen lassen, weil, ja, zum Beispiel, ich weiß, dass du gegen Antisemitismus kämpfst und dass es eines der größten Anliegen deiner beruflichen Karriere ist. Und trotzdem ist Luther ein Teil deines Lebens. Ich verstehe es nicht, aber ich kann es stehen lassen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man üben muss. Ja? Es wäre schön, wenn das auch in anderen Frameworks und in größeren Frameworks gelingen würde. Weil wir befinden uns momentan in einer Phase, wo niemanden zuhört, jeder jeden delegitimiert, was diese Antisemitismus-Debatte zum Beispiel betrifft. Und da wünsche ich mir einfach mehr Offenheit, mehr Zuhören, mehr Empathie auch. Ja, also ich glaube, da ist einiges zu tun. Also wir haben jetzt hier schon über eine Stunde untereinander debattiert. Vielleicht ist es jetzt der Moment, wo wir ein bisschen in die ersten, die Debatte öffnen für das Publikum. Ich habe hier zwei Fragen. Einmal Christian, da heißt es so schön, Christian, du machst mich sprachlos und wie gehst du nun mit dem protestantischen Antisemitismus um? Und dieselbe Frage geht dann von derselben Person weiter. In Deutschland wird gerade der ganzen Gesellschaft ein Lockdown im Hinblick auf ein christliches Fest aufgedrückt. Dabei sind nach Statistik nur 50% der Deutschen Kirchensteuerzahler. Was sagt ihr dazu? Na, zuletzt würde ich sagen, dass mich das sehr, sehr nervt. Aber die Kirchensteuerzahler, ehrlich gesagt, nicht das
Also das ist nicht die Größe. Natürlich ist kulturell das Weihnachtsfest auch bei Atheisten nicht unbeliebt. Aber es ist jetzt die Frage, also tatsächlich rechnet es nicht mit Interreligiosität, diese Fokussierung auf Weihnachten. Der Lockdown wird, ehrlich gesagt, unabhängig von Weihnachten, und der wird nicht wegen Weihnachten aufgedrückt, sondern der wird irgendwie damit garniert, aber wir werden bis Silvester, das ist ja jetzt gesagt, Lockdown haben. Deswegen finde ich das einerseits polemisch, das Argument, andererseits richtig, weil ich finde das sozusagen auch ein bisschen absurd, dass dieses Weihnachten so sozusagen instrumentalisiert wird, würde ich sagen. Aber natürlich ist kulturell Weihnachten größer als die 50%. Und trotzdem würde ich es nicht tun, so wie sie es gerade tun. Und die Kirche ist auch nicht die das vorantreibt. Es ist die Politik, die Weihnachten so pusht. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen scary. Weil überhaupt kein Funke der Besinnung da reinfällt, dass wir haben 7 Millionen Muslime vielleicht und noch die jüdische Minderheit und dann gibt es zum Beispiel noch andere Religionen. Also was, ja, also das finde ich auf der Ebene von Migrationsgesellschaft und Umgang mit Minderheiten finde ich es extrem schwach. Ich würde nur nicht, also nur kann man sagen, dass das wirklich von der Kirche nicht promotet wird, besonders. Ja, und mein Kampf gegen, also wie ich mit, das habe ich versucht zu beschreiben, wie ich mit dem protestantischen Antisemitismus umgehe. Also ich versuche wirklich theologisch den Leuten klarzumachen, dass wie angewiesen wir auf ein paralleles Wahrnehmen von Gemeinsamkeit und Differenz sind und die Differenz weder übel nehmen noch übergriffig aneignen dürfen. Und dass das tatsächlich biblisch-theologisch auch, würde ich mal sagen, das Projekt ist. Und dann gibt es noch darüber hinaus Dinge wie, sagen wir mal, die Parallelentwicklung von Christentum und rabbinischem Judentum, die ich total interessant finde und die gerade erst in den letzten 15 Jahren wirklich nochmal sehr, sehr forschungsmäßig sehr interessant ins Gespräch gebracht. Wir sind nämlich also an der Stelle gar nicht Mutter, Tochter, sondern wir sind Geschwister. Und das ist wirklich nochmal eine ganz andere Beziehungsebene auf dieser Frage, wie gehören wir eigentlich zusammen? Und aber, also jedenfalls, ich würde sagen, ich versuche das an allen Stellen, theologisch wie auch kirchenpolitisch, an dieser Israel-Nahost-Frage, aber auch wirklich als theologisches Thema aus diesen Dualismen rauszukommen. Alt, Neu, Rache, Liebe, Judas, Jesus, wie immer die Oppositionen aufgemacht werden. Ja, da könnte man an dieser Stelle natürlich auch noch über die Rolle des Jüdischen Museums in Berlin diskutieren. Auch ein Punkt der Kontroverse, aber auch nach der Frage, was ist die Aufgabe heute? Also wie inklusiv kann, soll so etwas sein? Wie offen, wie weit man sich dann entfernen könnte von dem eigentlichen Auftrag? Wie absurd ist die Debatte darüber? Oder ist sie gerechtfertigt? Welche Rolle spielt Israel dabei? Soll es sich einmischen? Darf es sich einmischen? Also grundsätzlich also ist diese Debatte wirklich ganz ungut gelaufen, weil einfach auch hier der Ton dermaßen aggressiv geworden ist. Und ich muss sagen, es tut mir leid, dass er das Peter Schäfer aus diesem Grund zurückgetreten ist. Ja. Gleichzeitig halte ich es sehr wohl für legitim, die Frage zu stellen, was ist der Auftrag eines jüdischen Museums in Deutschland? Ich bin mir nicht, ich habe diese Jerusalem-Ausstellung nicht gesehen, daher kann ich auch dazu wirklich nichts sagen. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es genug zu tun, dass das Jüdische Museum sich mit seinem Kernthema befasst. Und ich finde, dass wenn deutsche Institutionen sich mit dem Konflikt befassen wollen,
müssen Sie sich nicht hinter dem jüdischen Museum verstecken. Dann können Sie das auch in Ihren eigenen Räumlichkeiten machen. Also ich finde die Frage durchaus legitim, aber ich finde die Form, Art und Weise, wie auch diese Debatte geführt wurde, für sehr ungut. Weil warum kann man nicht die Frage stellen? Ja? Warum kann man nicht quasi in einen Dialog kommen und vielleicht am Ende mit etwas Konstruktivem rauskommen, anstatt dass jeder den anderen delegitimiert, ja, und fragen, okay, warum denken Sie, dass das ist die Aufgabe und wie sollte man es anders machen? Ja, ich meine, man kann ja quasi in einem breiteren Kreis darüber diskutieren. Ein Museumsdirektor oder jeder öffentliche Leiter, ja, der eine gewisse Politik für seine Institution vorantreibt, muss sich kritischen Fragen stellen. Das ist doch selbstverständlich. Ja? Die Frage ist nur, wie wird diese Kritik gestellt? Ja, also absolut. Es war so auch ganz witzig, dass die Frage, hat Netanyahu jetzt einen Brief geschrieben oder nicht, hat ja in der Debatte auch irgendwie eine Rolle gespielt. Also es gab dann Stimmen, die sagten, das ist doch Lüge, dass der geschrieben hat, das ist gar keine Intervention Israels. Und natürlich gab es die. Und ich fand die nicht, also jeder kann sagen, was er will. Ich finde jetzt sozusagen als israelische Regierung das jüdische Museum regieren zu wollen, finde ich nur so eine halbschlaue Idee. Und ich habe ja auch in unserer Auseinandersetzung darüber schon gesagt, also Michael Blumenthal hat gesagt, dass der Ort des jüdischen Museums verlangt ein jüdisch-muslimisches Gespräch. Und dieses jüdisch-muslimische Gespräch kann den Nahostkonflikt nicht auslassen. Das hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt. Jasmin Schumann, die jüdische Akademie geleitet hat, hat das ja jetzt auch nicht jeden Tag gemacht, sondern ich weiß gar nicht genau die Zahl, aber ich vermute mal einmal im Jahr irgendeine Veranstaltung zu diesem Thema. Und natürlich kann man, also ich würde sofort dir recht geben, man kann darüber diskutieren. Die Jerusalem-Ausstellung, die ich zum Beispiel wirklich schlecht fand, aber nicht eigentlich antisemitisch, sondern einfach eine schlechte Ausstellung. Damit bin ich auch jetzt, also mit meinen Freunden wie Michael Bumlik oder so, sehr uneins, aber da würde ich dir sofort recht geben, der ganze Konflikt, wie der gebaut war und auch diese Rücktrittsforderungen, die jetzt, also ob sie jetzt an Felix Klein gehen oder an Peter Schäfer, ich finde sie falsch. Also so geht man nicht, das ist erstmal kein politischer Stil sozusagen. Und Peter Schäfer ist einer der klügsten Judaisten und vielleicht ist er nicht so. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Also, nein, das ist nicht unser Thema. Ja. Aber jedenfalls ist es kein, es ist auf keinen Fall ein unbelehrbarer oder auch nur Ansätzen irgendwie Antisemit. Ich meine, das ist einfach wirklich grober Unfug. Und ihn deshalb aus dem Amt zu jagen, weil er irgendwas Antijüdisches tut, das hat mich sehr befremdet. Ja, wobei ich nicht glaube, dass jemand ihn als Antisemiten bezeichnet hat. Ich glaube, das war nicht der Punkt, sondern man hat gesagt, dass die Art und Weise, wie er die Politik des Museums bestimmt, problematisch ist und auch antisemitische Vorurteile fördern. Dass Peter Schäfer ein Katholik das jüdische Museum leiten. Das war eine Frage und ich finde die wirklich absurd. Welche Frage? Ich habe es nicht erkannt. Kann ein Katholik, Peter Schäfer ist ja Katholik, das jüdische Museum leiten? Die Frage hätte dann gestellt werden müssen, als er gewählt wurde, aber da haben sie ihn alle gehypt. Okay, Klammer zu. Staubung. Aber die Frage ist natürlich schon, es gibt bei dieser Verflechtung durch die Geschichte dieser beiden Gesellschaften, also so Einmischungsprozesse, die dann immer wieder abgelehnt werden und sagen, also wie weit kann man die Entlassung von Klein fordern oder bei Schäfer, jetzt kann man umgekehrt sagen, wenn es um den designierten oder geplanten Chef von Yad Vashem geht,
ist jetzt Yad Vashem ein Ort, wo sich Deutsche einmischen sollten, wer da oder etwas sagen sollten, wer da nun das Sagen haben soll. Ich meine, da stehen jetzt ganz viele Leute Kopf in Israel selber, Überlebende im Ausland. Es gibt auch Stimmen in Deutschland, die sagen, um Gottes Willen nicht diesen Mann dorthin setzen. Aber es ist im Grunde eine ähnlich gestellte Frage, wie weit man jeweils von außen sich eigentlich da in innenpolitische Gelegenheiten einmischen kann, soll, darf und wie weit das zur Debatte der Debatte zuträglich ist. Also vielleicht sollte man zwei Worte sagen, wer dieser designierte Chef von Yad Vashem ist. Soll ich? Oder soll ich sagen? Ja, kannst du. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt vorausgesetzt hatten beim Jüdischen Museum, dass also die Zuhörer das alles wissen, habe ich gedacht, das ist auch schon genug. Naja, das ist noch ganz frisch. Also aus politischen Gründen wurde als neuer Vorsitzende von Yad Vashem Effi Eitan vorgeschlagen. Es ist noch nicht durch, aber es sieht sehr danach aus. Effi Eitan ist ein ganz rechter Offizier, General, ich weiß nicht, welchen Rang er gerade hat. Er war einer der Vorsitzenden der Rechtsnationalen Partei und hat sich durch unschöne Äußerungen gegen die arabische Minderheit in Israel, aber auch gegen Palästinenser öfter geäußert. Und dieser Mann wurde jetzt eben als Vorsitzender von Yad Vashem vorgeschlagen. Und ich bin zu deiner Frage, ich bin da sehr gespalten. Weil einerseits finde ich diese ganze Inflation an Petitionen nicht wirklich, weder hilfreich noch immer sinnvoll. Gleichzeitig bezeichnet sich Yad Vashem, das ist ein offizieller Titel, als World Remembrance Holocaust, Center for Holocaust Remembrance. Ja, also das Wort World, Welt, also wir sind das weltweite Zentrum. Ja. Und wenn man diesen Anspruch hat, diesen Selbstanspruch hat, ja, was beim Jüdischen Museum in Berlin ja nicht der Fall ist, dann kann ich das nachvollziehen. Und weil es quasi erwartet wird, dass jeder Staatsgast nach Yad Vashem kommt und so weiter und so fort, bin ich da sehr gespalten. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie sinnvoll ja, oder wie hilfreich diese Petition sein wird, ist noch einmal eine dritte Frage. Ja. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit auch darauf hinweisen, dass es in Israel mehrere Gedenkstätten gibt, die wunderbare Arbeit machen. Also vielleicht ist es auch eine Gelegenheit, den Horizont zu erweitern. Ja, also ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen Petitionen und bin auch sehr skeptisch gegenüber Aufrufen von linken Israelis, dass die Deutschen sich jetzt da einmischen sollten. Das ist mir total suspekt. Also das ist ja sowieso auch noch so ein Mechanismus, den wir noch gar nicht besprochen haben, dass es so Anerkennungsmechanismen gibt hier in Deutschland für linke Israelis, die ich sehr schätze, aber die irgendwie nicht merken oder es ihnen egal ist, dass sie instrumentalisiert werden von der deutschen Debatte. Und wenn dann da aufgerufen wird zu, ihr Deutschen müsst da jetzt was tun, sonst seid ihr auch gefangen in dem Schuldkomplex oder was weiß ich, Das finde ich also tendenziell daneben, wenn ich das mal so sagen darf. Würde mich darüber immer streiten, auch mit den Protagonisten dieser Position. Warum muss jetzt Deutschland eine Rolle kriegen in der Yad Vashem-Besetzung? Ich finde ehrlich gesagt, the least. Ich meine, es ist keine rein deutsche Petition. Ja? Es ist eine Petition von 750 Leuten aus der ganzen Welt, die auch Israelis, nicht immer die üblichen Verdächtigen, auch andere unterschrieben haben, auch Amerikaner und so weiter. Also das ist eine breiter gefächerte Petition als sonst. Aber ich finde auch dieses quasi sofort diese Artikel Deutschland, bitte rettet uns vor uns selbst, finde ich auch etwas problematisch. Ja, ich meine, ich habe
immer noch ein paar Veteranen erinnert, ja, Yad Vashem ist jedoch kein Nazi-Museum in Israel, sondern eine Gedenkstätte in Israel, in der glücklicherweise viele pädagogische Programme auch für Deutschland eingeplant sind. Nur noch als Anmerkung hier. Da ich jetzt hier keine große Fragerunde sehe, ich weiß nicht, wenn es irgendwas, ein dringendes Bedürfnis gibt, an die Zuhörer oder Zuschauer, schreiben Sie das in den Chat hinein oder vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich auch zu Wort melden noch dürfte. Ansonsten würde ich euch beide bitten, vielleicht ein abschließendes Wort zu sagen, wie man solche Verbindungen über diese, es sind ja keine richtigen Gräben, sondern über diese Grauzonen hinweg aufrecht erhält und wie man sich in den eigenen Gesellschaften gegen vieles auch wehrt, gegen das man sich wehren sollte. Wie macht ihr das? Was gebt ihr uns mit? Ihr habt es vorhin schon gesagt, Dinge auch mal stehen lassen zu können. Das, glaube ich, ist... Christian oder ich? Anita. Immer der, der fragt. Deswegen fragen so wenig Menschen. Also wie gesagt, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist dieser deutsch-israelische Dialog, der ja quasi die Essenz unserer auch persönlichen, aber auch beruflichen Verbindung ist. Ich glaube, man muss wirklich den Kreis erweitern. Ich glaube, mein Ziel wäre es jetzt als nächstes, und ich habe auch mit Christian darüber gesprochen, eine Gruppe ins Leben zu rufen, die über die Debattenkultur, bevor wir uns überhaupt über die Inhalte streiten, dass man wirklich darüber reden muss, wie können wir die Debattenkultur wieder in etwas zivilisiertere Bahnen lenken. Wie man das macht, darüber muss man diskutieren und nachdenken. Und ich fände es auch sehr wichtig, neue Gesichter in die Debatte einzubringen. Also nicht, dass wir jetzt alle, die schon dran sind, weg raus sollen, aber ich glaube, man muss auch neue Gesichter reinbringen, weil wir quasi in so einem Theater sind, wo jeder seine Rolle spielt. Und ich glaube, man muss das alles einmal aufmischen. Und das wäre für mich jetzt so quasi, und das ist, was Christian und ich, glaube ich, immer wieder auch gemacht haben im Laufe der Jahre. Ja. Manchmal auch nur durch Methoden, durch spielerische Methoden und didaktische Methoden und durch Rollenspiele und so weiter. Und ich glaube, das müsste gemacht werden. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, weil, wie gesagt, ich bin sehr, sehr besorgt, in welche Richtung das geht. Und wäre ich ein Antisemit, würde ich mich sehr freuen darüber, wie die Leute, die Antisemitismus bekämpfen wollen, einander bekämpfen. Das ist das eine. Was meine eigene Gesellschaft betrifft, das ist natürlich schwierig. Ich habe vielleicht auf der persönlichen Ebene versucht, meinen Kindern die Werte, die mir richtig erscheinen, zu vermitteln. Ist mir nicht immer gelungen, muss ich sagen. Meine Tochter sieht das alles ganz, ganz anders und hält mich für sehr naiv. Und ich muss auch, vielleicht ist sie auch einer der Menschen, der mich zwingt, auch andere Positionen immer wieder anzuhören. Ja? Und das ist auch wichtig. Ja? Es gibt keine Menschen, denen ich nicht bereit wäre zuzuhören. Ja? Weil ich eben auch schon aus meiner ganzen Sozialisierung in einer Jugendbewegung, die religiös national war, die im Grunde genommen nicht viel mit meinen eigenen Werten zu tun gehabt habe, aber wo ich einfach Menschen kennengelernt habe, die mir bis heute sehr viel bedeuten und mit denen ich sehr gerne quasi in ein Gespräch eintrete, hin bis zu meiner Tochter und viele andere Menschen auch. Also es ist für mich eine Art, ich möchte meine Kritik aussprechen. Ich suche auch den Dialog zu Palästinensern, wann immer das mir möglich ist. Und das ist mir durch meine Arbeit auch möglich. Und ich kritisiere auch, was ich zu kritisieren hatte, wie ich das auch schon im Text vorgelesen habe. Ich werde nicht schönreden.
Aber ich stehe immer noch, ja, zum Gedanken, dass Israel meine Heimat ist und dass Europa, ich sehe meinen Platz nicht in Europa und das werde ich nie vergessen. Und das hat mit der Geschichte meiner Familie zu tun, aber auch mit den Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe. Ich liebe Wien. Ich liebe Europa. Ja, ich bin Europäerin im Grunde meines Herzens. Ich sage immer, ich bin eine Wiener Kaffeehausjüdin, die in Israel sitzt. Ja, und das bin ich auch. Aber dennoch, Israel ist für mich ein Israel hat mir Sicherheit gegeben. Ich kann es nicht anders sagen. Vielleicht bist du dann hier gleich auf die eine Anmerkung hier apropos neue Gesichter in die Debatte bringen. Was halten Sie von Omri Böhm und Israel, eine Utopie, diesem Buch? Ansonsten kann ich auch was dazu sagen. Anita sagt auch was dazu. Ich habe es noch nicht gelesen, also ich kann dazu nichts sagen. Dann musst du, Gisela. Haben wir noch was gemeinsam? Wir haben es beide nicht gelesen. Also vielleicht kann ich zu Omri Böhm noch was sagen. Das ist halt, glaube ich, so ein klassischer Fall von einem Intellektuellen, der im Ausland sitzt, in New York, und man von dort aus ganz gerne sagt halt, die Zwei-Staaten-Lösung ist letztendlich nicht realisierbar, längst vorbei, und es gibt doch ganz wunderbare Lösungen für eine Ein-Staaten-Lösung. Ah, okay. Und da kann man halt nur sagen, das ist eine hübsche Theorie. Vor Ort ist so etwas illusorisch. Also das ist, also ich glaube, das ist dieser Unterschied zwischen in Israel sein mit allen Konsequenzen oder draußen zu sein. Und diese Theorien, die sehr schön klingen und die man schön aufschreiben kann, die halt dann besonders gerne in Deutschland greifen. Also Omri Böhm ist in Israel völlig unbekannt. Er ist auch, also ja, in Deutschland besonders bekannt mit seinen Büchern jetzt, weil es eben genau diese Kritik an Israel oder an diesem ganzen bisherigen somit bedient. Das sind jetzt keine revolutionären Gedanken drinnen. Das ist genau letztendlich dann die Einstaatenlösung, die wäre es doch. Da kann man halt als Realist sagen, naja, eine Einstaatenlösung wäre wahrscheinlich ein Bürgerkrieg, oder wie stellt man sich das alles in netter Ruhe vor? Dass es jetzt schwierig geworden ist, aber vielleicht tut sich was im Nahen Osten in anderer Hinsicht. Ich meine, das wäre eher die Frage, wie wenig man wahrgenommen hat in Europa an sich oder was man wollte, dass es hier andere Bewegungen gab im Nahen Osten. Also die Annäherung zu den Golfstaaten, egal wie autokratisch die jetzt sein wollen, dass sich da etwas tut. Und das könnte ja auch wieder zurückkommen in auf positive Weise. Also da hat man das Gefühl von hier, dass da Deutschland und Europa also sehr in eingefahrenen Bahnen bleibt, aber auch gerne bleiben möchte, weil das ist irgendwie, was man kennt, was man weiß, was man festhalten möchte. Das ist, du hast es gerade erwähnt, Anita, dieses Rollenspielen, was man dann irgendwie so macht. Und da habe ich das Gefühl, auch die Leute fühlen sich da sehr wohl in diesen Rollen, weil da weiß man, was man hat. Weil daraus rauszugehen, wird schwierig. Da muss man sich in Frage stellen, man muss sich neuem öffnen, man hat vielleicht nicht auf alles Antworten. Und dann gibt sich auf unsicheres Parkett. Und das ist vielleicht, was das Leben oder interessanter macht, auch Begegnungen, aber wo man aus der Komfortzone eigentlich herauskommen muss. Ich weiß nicht, Christian, wie du das siehst. Ja, genau. Also es gibt für mich so jetzt gerade im Augenblick, also wenn ich nochmal auf die andere Seite der Debatte gehe, dass jetzt zum Beispiel erinnerungskulturell gibt es so ein paar Leute, die sagen, das war alles, also alles, was Deutschland da gemacht hat, ist, sieht man ja am Antisemitismus, ist total daneben gegangen. Gibt es ein paar prominentere Leute, die das sagen, und ich finde das zum Beispiel wirklich unglaublich, weil mein Gefühl ist, wir stehen auf Schultern von Riesen. Es hatten Leute in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren sich wirklich abgearbeitet und nochmal mit viel mehr Widerstand als jetzt ich zum Beispiel im kirchlichen Kontext oder so. Also denen blies der Wind nochmal anders ins Gesicht, als es mir der Wind tut. Und da finde ich diesen Satz von Deutschlands Aufarbeitung ist gescheitert, einfach wirklich Quatsch. Mal abgesehen davon, dass ich wirklich finde und glaube, dass wir im Unterschied zu anderen europäischen Ländern der rechtspopulistische Anteil bei uns relativ geringer ist, dass das was mit unserer
sozusagen mit der erinnerungspolitischen Seite in Deutschland zu tun hat. Auch ärgert mich an der Antisemitismusforschung zum Beispiel, die ganz schnell sozusagen auf das Christentum eindrischt, als sowieso schon immer, schon im NT antisemitisch war. Also da gibt es auch ein paar prominente Namen, die man da nennen könnte. Und dagegen sage ich mal mit Daniel Bojarin, I'm claiming the New Testament, a Jewish book. Also darüber nochmal nachzudenken, was das bedeutet, dieser Satz, der sehr banal ist und auch schon länger gesprochen wird, die ersten Christen waren Juden. Das, was das bedeutet, haben wir im Grunde noch nicht ausgelotet. Das wäre nochmal zu dem, meiner Frage, Kampf gegen Antisemitismus auf einer theologischen Ebene. Wie jetzt Anita gesagt hat, sie liebt Wien. Das ist jetzt aber nochmal auch in Klammern gesagt. Hätte ich vielleicht bei Trenn noch sagen können, für mich ist es natürlich eine narzisstische Kränkung, dass sie Berlin nicht liebt. Also wo ich Berlin so liebe. Und sie wirklich das auch sagt, ich komme nicht gerne nach Berlin. Und das ist für mich immer so ein Stich auch. Also es ist jetzt nicht, und das weiß sie auch, aber das ist total interessant, dass das auch das bleibt zwischen uns. Ja, das ist irgendwie der Präsenz der Geschichte auf einer ganz interessante Art, die auch sozusagen einen Schmerz in unserer Beziehung repräsentiert. Mhm. Und zum Beispiel diesen Schmerz nicht wegzuwischen, sondern zu halten, also zu wissen, dass der da ist, das finde ich, gehört mit zu den Dingen, die ich auch politisch meine. Also wir werden diese Geschichte nicht los, wir werden den Luther nicht los, wir werden so, und da gibt es eine schmerzhafte Seite, die, wenn ich die wegdränge, dann bin ich auch nicht mehr empathisch in dem, also nicht nur Antisemitismus-Diskurs, sondern auch rassismuskritisch nicht mehr verhandlungsfähig eigentlich, wenn ich diesen Schmerz nicht verlebendige und in Politik umsetze und in Beziehungen umsetze. Es gibt dieses Buch, Anita, wie heißt dieses Revisited von Nathan Schneider und diesem Österreicher? Herzl Reloaded. Und das ist zum Beispiel ein Buch, was ich allen Leuten empfehle, weil es genau das, was Gisela vorhin gesagt hat, über Omri deutlich macht, ne? Wie Nathan Schneider Rabinovici auch, also einerseits total schätzt und gleichzeitig sagt, du bist nicht hier. Und man merkt es an deinen politischen Positionen. Ja. Auch deine Haltung, und das wäre jetzt auch noch ein lustiger kleiner Schlag, als Nathan Schneider über Religion sagt. Rabinovici, du hast keine Ahnung, was Religion ist. Und das ist hier bedeutsam und darüber müsstest du mal nachdenken. Und das fand ich in diesem Reloaded fand ich total, also Schneider war überhaupt wirklich grandios. Der ja auch sagt, kommt aus diesen Theaterrollen raus. Also der zu dieser kleinen Mbembe-Debatte, er sagt, alle tun das, was man voraussehen kann. Ihr tut nicht, was nicht vorhersehbar ist. Und das ist ein Drama in unserer Diskussion. Aber du hast mir jetzt ein sehr schönes Stichwort gegeben, mit dem ich gerne das unser Gespräch abschließen möchte. Nämlich mit so ein bisschen, ihr seid ja nicht die einzigen Freunde sozusagen, die in dem Almanach vorkommen. Erstens gibt es auch einen Text von Nathan Schneider, der sich zum Thema Antisemitismus und Distanz in dem Almanach äußert. Dann gibt es einen Text von Susanna Heschel, die Tochter von Abraham Heschel, die über ihren Vater und Martin Luther King ein Stück geschrieben hat. Es gibt einen Text über Sadat und Menachem Begin, einen Text zu der unmöglichen Freundschaft zwischen Konrad Adenauer und David Ben-Gurion. Es geht um Marlene Dietrich und ihre jüdischen Weggefährten. Es geht um eine Begegnung mit dem Hinduismus eines israelischen Rabbiners. Und es geht um Juden und Muslime in Frankreich, ein Jahrhundert zwischen Koexistenz und Konflikt. Es gibt einen Text zu Philosemitismus als Kampfbegriff. Es gibt auch einen Text zu den Antideutschen, Exoten und Hassobjekte unter den Linken. Und es gibt auch, die Liste ist noch lang, aber auch noch einen Text, den ich hier erwähnen möchte. Da geht es um brüderliche Bindungen zwischen jüdischen und arabischen Freimaurern in Israel. Wow. Das gibt es. Das ist nur ein
weiterer Teil von anderen Freundschaften. Die Feindschaften habe ich da jetzt gerade ein bisschen rausgelassen. Die kommen in dem Buch auch noch vor. Gut, Antisemitismus. Damit war das auch schon mit abgedeckt. Ich glaube, wir sind längst schon über die Zeit. Ich würde mich gerne bedanken wollen bei dir, Anita, bei dir, Christian, bei den Veranstaltern, bei den geduldigen Zoom-Gästen. Es ist immer nicht ganz leicht, so lange konzentriert dabei zu bleiben. Aber ich fand es eine sehr wohltuende, interessante Runde mit euch beiden. Vielen Dank. Vielen Dank.